Willkommen zurück zu unserem Let's Play. Fünfte Runde hat jetzt gerade angefangen. Wir haben neue Flugzeuge bekommen. Bei Paris haben sie auch schon eins aufgebaut, wohl. Jägergeschwader 26, eine Focke Wulf, ein 190A. Ein völlig überlegener Jäger, vor allem dem, was auf dem Feld ist. Und wir können wohl alle unsere Jäger aufrüsten zu dem Modell. Und ich glaube, das wäre tatsächlich auch eine gute Idee, das zu machen, weil, also erstmal sind sie wirklich massiv besser. Und dann gibt es so viele gegnerische Luftwaffe, insbesondere halt auch Bomber oder fast sogar nur Bomber, dass es, glaube ich, Sinn macht. Genauso wie diese zweite Aktion, wo wir diese normalen Flakgeschütze, Flak 38, aufrüsten wollen zu 88er-Geschützen. Ich glaube, ich mache einfach mal eine. Ich gucke mal, wie weit wir kommen, ob ich die ganze Runde mal live mache, damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, was ich so anstelle. Und schauen wir mal, wo hier Orts sind, fangen wir hier vorne an. Ich versuche jetzt einfach mal hier gezielt hier oben diesen. Was soll das eigentlich sein? Bowfighter auszuschalten. Oh, 8 Lebenspunkte. Ja, das Problem im Moment, ich schieße die ganze Zeit mit den kleinen Geschützen drauf. Die macht doppelt so viel Schaden und noch mehr Reichweite. In der Zeit, wo ich mit den kleinen drauf schieße, kann ich die halt nicht zu 88er umwandeln. Aber ich will den halt erst wegkriegen, weil der die ganze Zeit fleißig am Bomben ist. Und dann machen wir hier mal weiter. Das Problem ist halt nur, dass die meist, wie jetzt hier auch, die so entkommen, wie es im Moment ausschaut, ne? Ich bräuchte mal ein Stadtzentrum hier, da. Dann kann man nämlich gleich mal das zu 88er aufrüsten. Ich glaube halt, dass das wirklich ein sinnvolles Investment wäre. Dass ich wirklich mit einem, ja, die Küste voller 88er vollstelle. Gerade weil auch der Bottleneck weder der Prestige ist. Ja, das Prestige nicht der Bottleneck. Bottleneck ist die Core-Units, die wir aufstellen können. Ne? Von daher ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das machen. Hier übrigens nochmal kurz die Verluste. Also wir haben auch schon 4 Einheiten verloren. Und der Gegner ist im Moment irgendwo bei 60 oder 70 Einheiten. Ist natürlich Operation Barbarossa und gegen KI, ne? Das erklärt so ein paar Zahlen. So, hier ist die ganze Bomberspam, von dem ich rede. Und da glaube ich halt, dass ich schon ein paar Jäger brauche und stärkere Flakgeschütze. Und werde das jetzt mal hier systematisch machen. Ich werde jetzt auch einfach diese Dinger weiter verschrotten, diese Packs. Ich sehe halt nicht, dass dann in absehbarer Zeit eine Landung kommt. Und für jede Pack, die ich verschrotte, kann ich im Prinzip irgendwann mal einen Jäger kaufen. Ist immer noch 0. Ich weiß immer noch nicht, wo wir bei diese 200 sind. Aber ich verschrotte die jetzt einfach peu à peu, diese Einheiten, wo ich denke, ich die nie brauche. So, dennoch, wir wollen jetzt hier upgraden. Das heißt, die müssen aber dafür in die Städte rein. Das heißt, der Infanterist muss mal einen Schritt beiseite gehen. Ja, er muss halt runterrollen. Machen wir das auch gleich. Okay. Ja, Luftkampf. Und dann gehen wir den reparieren und aufrüsten hier oben nächste Runde. Jetzt kommt der leider wieder. Das ist echt super, super ärgerlich. Wüsste aber nicht, wie wir das jetzt verhindern können. So, ich mache es mit Absicht mal hier die Flotte ein bisschen aggressiver einsetzen von den Deutschen, weil ich oben Schiffe gesehen habe, die meine U-Boote jagen. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Vielleicht können wir die britische Flotte ganz aus Scapa Geo oben rausjagen. Dann wissen wir zumindest, wo die genau steht. Da unten ist Träger eben übrigens Mittelmeer gedüst. Ich weiß noch nicht genau, wie viel dazu gefahren ist. So, gehen wir einen Schritt beiseite. Nächste Runde umrüsten. Ja, diese Panzergeschichten, ich meine, also ich würde nur ungern so einen Panzer hier auflösen, ehrlich gesagt, aber den könnt ihr nie auf 10 Stärke bekommen, ne? Von da, glaube ich, lösen wir den tatsächlich auch jetzt auf. Ja, um Slots zu sparen. Ihr könnt den halt eigentlich mehr reinforcen. Den Hotchkiss kann ich, glaube ich, auch nicht reinforcen, der hat zumindest 10 Anfangsstärke. Und da würde ich den ganz gerne behalten. Die Infanterie mal einen Schritt beiseite gehen, die hier, wie gesagt, aufrüsten. Also ich glaube halt, dass die 88er-Geschütze wirklich die besten für uns hier sind. Ja, ich gucke eigentlich nur auf diesen Value da unten. Vielleicht manchmal auch auf die Reichweite, aber da hat die 88er halt wirklich massiv gute Werte. Ich kann überlegen, die mit dem Truck zu holen hier. Kostet aber 150 extra, das ist eigentlich nicht wert. Die sind ja überall an der Küste, die Gegner. Also da machen wir wirklich 88er-Geschütze jetzt hier draus, wenn es irgend geht. In die Stadt, bitte. So, was war das für ein Geschütz? Eine AA, das war zwar hier so eine 88er. Ich habe die so gleichmäßig an die Küste gebracht. Und da ist schon ein Feind an der Radaranlage dran. Okay, läuft. Ja. Mit der Artillerie war ich hier die ganze Zeit den Bunker am Befeuern. Hauptsächlich, um hier Bomber hinzulocken. Das war so meine Kalkulation. Was bisher auch funktioniert hat wohl. Und eine Bombe ist halt jetzt tot. So, ja, hier unten brauchen wir auf jeden Fall nochmal mehr Leute, obwohl diese Dinger, die hier lang gurken, solange die Schiffe an der Küste nicht finden, ist es auch nicht tragisch. Nur sobald sie es finden, habe ich da unten ein Problem. Da lässt sich jetzt nichts dran ändern, leider im Moment. So, hier bei den U-Booten hier oben. Hier oben ist ein Zerstörer aufgetaucht. Jetzt gucke ich mal, ob ich das U-Boot. Kann ich hier echt versenken? Nee.
Ich kriege ja Geld dafür, dass ich hier oben bin. Wenn ich das jetzt einfach mal dahin fahre, aber dann das doch noch sieht. Und solange würde ich ganz gerne hier mit den einfach bombardieren. Gucken, ob der Flugzeuge hochschickt. Aber vielleicht können wir mit den Schiffen, die wir gerade haben, auslaufen lassen von Nordfrankreich. Ne? Vielleicht können die das den abfangen, den Zerstörerverband. Da oben ist das andere U-Boot von uns. Bin schon fast überlegen, ob ich mal auf die andere Seite hüpfen soll, da unten. Einfach mit der Support da ist. Vielleicht müssen wir den Zerstörer halt versenken. Wenn das nur einer ist, dann können wir mit U-Booten Zerstörer angreifen. Ist ja nur eine Frage der Masse irgendwann. Hier oben kommt noch ein U-Boot, das kam aus Norwegen. Ist auch auf dem Weg. 4 Einheiten kann ich maximal da draufsetzen für irgendeinen Bonus. Hier ist mein Scout-Flugzeug. Ich will einfach mal gucken, wo die dreckige Flotte von dem ist. Ein Hudson. Oh, ich kann sogar hier was angreifen. Ja, dann go, go. Schwere Kreuzer, ne, so ein Zeug. Das ist aber nicht die gesamte Flotte von denen. Also die stärker als unsere Flotte, ohne jede Frage. Aber ich habe tatsächlich gedacht, dass da oben noch ein paar Schlachtschiffe und irgendwas steht und noch ein Träger und was nicht alles. Ich habe übrigens die Küste jetzt mal ausfindig gemacht und weiß jetzt hier, wie viele dicke Geschütze die da haben. Das zu erobern ist wahrscheinlich echt ein bisschen schwieriger. Ich glaube aber, dass wir das hinkriegen mit der Zeit. Muss einfach, sonst gewinnen wir das Spiel nicht. Ja, hier eine Luftwaffenabwehr. Also statt so einem Ding könnte ich auch ein Flugzeug aufstellen. Wenn dann wirklich ein Flugzeug kommt, kann ich den Gegner töten. Hier lohnen sich die Flakgeschütze eigentlich meiner Meinung nach nicht. Deswegen löse ich die auch weiterhin auf. Ich will einfach mal sinnvoll die Einheit haben. Ist ein Infanterie, lasse ich da schon, wenn es funktioniert. Gerade hier, ne, weil da oben so ein extra Einkommenspunkt ist. Falls da Partisanen noch kommen, braucht man da mal einen Trupp. Aber eine Flak sehe ich nicht, dass sie da viel Sinn macht. So, hier ist einer unserer Torpedobomber. Ist immer ein bisschen die Frage mit der gegnerischen Luftwaffe. Ich meine, da oben ist nur eine Flak, ne? Und ich sehe da keine Flugzeuge. Und da wäre ich fast überlegt, da mal mit einer Gruppe Torpedobomber gemeinsam hinzufliegen. Auch wenn der mal ausläuft, wäre das vielleicht mal so ein Ding für uns. Ja, dann machen wir erstmal hier die Russland-Geschichte. Wir wollen immer noch nach Leningrad. So, Ding auch noch unseren letzten Punkt hier. Gut, wir können ja trotzdem mal vielleicht locken gehen. Ich weiß nicht genau, wie da eine Mine hingekommen ist. Hier war eben, glaube ich, ein Schiff, habe ich mal gesehen. Ich setze mich mal mit Absicht hier hin und schieße hier drauf. Nur in der Hoffnung, dass hier Schiffe herkommen. Damit meine beiden Torpedobomber die versenken können. Einfach mal überraschen lassen, ob das funktioniert. So, das war die Frankreich-Front. Da können wir sonst nicht viel mehr machen. Ich will halt immer noch Einheiten kaufen, aber. Ei, unser erster Kurslot ist frei. Okay. Weil in dem Fall würde ich sagen, kaufen wir jetzt auch einen Fighter. War das die neue? Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Muss der aber gewesen sein. Also eigentlich kriegen wir die Focke Wulf hier jetzt, ne? Die hat nämlich 11, 16, 19. Warum kann ich die nicht kaufen? Das ist kein deutsches Modell, ich hätte schon gedacht. Ist die unter Fighter? Auch eine Focke Wulf, aber eine andere. Eine Reconnaissance-Ausführung. Vielleicht haben die die falsch einsortiert. Oder ich bin zu doof dafür. Der hat gesagt, die wäre eigentlich freigeschaltet. Aber nur für Upgrades dann? Oder wie soll ich das dann verstehen? Und ich hätte jetzt eigentlich super gern das neue Ding gekauft. Ich meine, so ein Ding könnte man auch kaufen. Ich verstehe halt nur gerade nicht, warum wir die andere nicht kaufen. Es kann nicht sein, dass wir erst hier so eine kaufen müssen, die dann erst dann aufrüsten dürfen. Das scheint mir ein bisschen schwachsinnig zu sein. Dann würde ich jetzt eine Runde mit dem Einkaufen warten, auch wenn es eine Seele wehtut, in der Hoffnung, dass das Spiel irgendwie da, dass da jemand was falsch gemacht hat bei dem Mod. Sonst kaufe ich nächste Runde halt die älteren Jäger, weil die sind halt nur Bomber unterwegs, ne? Wegen der Reichweite wahrscheinlich auch. Und ich brauche einfach mehr Jäger, um die in Stücke zu hauen. Das ist ja sehr unbefriedigend, ehrlich gesagt. Na gut, können in den Hafen fahren. Man kann Häfen, glaube ich, nicht einnehmen von hier. Wir düsen da jetzt auch mal hoch. Oh, Mine gefunden. Ich glaube, die anderen Schiffe donnern da sonst rein. Ne? Von daher ist ganz gut, wenn wir die so aufdecken. So, das war die Geschichte. Die Russlandfront machen wir zuletzt immer noch. Der Trägerverband, ich vermute den hier in dem Bereich jetzt gerade. Schauen wir mal, ob wir da schon was sehen. Ja, so ein bisschen weiter links wahrscheinlich. So, Schiffe haben wir alle zusammengezogen. Minensuchgerät. Ist ein bisschen gefährlich für den, muss aber durch. Zack, auch mal U-Boote des Gegners ein bisschen suchen. Ich werde es echt versucht, die Malta-Aktion mal in Angriff zu nehmen.
Der Bomber ist wahrscheinlich nicht besonders gut dafür, aber dann können wir halt hier in Abständen immer drauf bomben. Gucken wir mal, ob wir den Fighter da wegkriegen. Eine Scout-Plane. Sieht aber gut aus. Keine echten Flugzeuge. Ich will echt versuchen, den gesamten Verband jetzt da hinzubringen. Ich habe keine perfekte Sicht über die, aber ich habe eben hier unten auch mal Schiffe gesehen. Ja, ich bin einfach mal versucht, das zu machen. Der fliegt doch mal hoch. Ich denke, dass das ein kalkuliertes Risiko ist. Und dann hämmern wir halt die ganze Zeit es da drauf. Das wird wahrscheinlich eine sehr teure Runde dann für mich. Der schießt da gleich zurück, ne? Und dann ist da noch ein U-Boot. Und wer weiß, wo der noch. Also Luftwaffe dürfte eigentlich viel in der Umgebung heißen haben, außer eben der Träger bringt welche mit. Aber wenn der gleich zurückschießt, dann tut es auf jeden Fall weh. Ausgewichen. Bin nicht ganz sicher, wenn das kaputt kriegt. Aber wenn es unterdrückt ist, kann der Bomber ohne Verluste gleich angreifen. Echt? Ich sag bloß, dass diese Festung unbesiegbar ist. Ich bringe auch mal einen Infanteristen ran. Gucken, ob der vielleicht da eine Landung mit Gewalt durchführen kann. Ich weiß nicht, wie das so eine Game-Mechanik, ob es das zulässt. Also der Hauptgrund, das zu holen, ist wirklich der Flughafen. Und der zweite Hauptgrund, das zu holen, ist der, dass es 5 Sichten in jede Richtung schafft. Ne? Und ich will halt nicht, dass er die ganze Zeit die italienische Flotte operieren sieht. Das macht einfach keinen Sinn. So, hier ist es unser erster Torpedobomber. Den bringen wir schon mal in Anschlag. Ist keine Zeit zum Reparieren. Go, go. Da unten ist gleich eine große Schlacht am Laufen. Mehr Verstärkung hinbringen. Erstmal zusammenfahren, die Konvois. Stopp. U-Boot-Support. Go, go. Alle Kriegsschiffe runter. So, jetzt laden wir den hier vorne ein und dann geht's weiter. Geht alles nach Afrika. Ja, also den lassen wir hier vielleicht im Hafen so stehen, mal gucken. Und die laden wir jetzt jede Runde einen ein und dann geht's auch nach Afrika mit denen. Das dauert dann entsprechend lange. Du gehst weiter Schiffe suchen. Noch mehr Torpedobomber. Nächste Runde, wie gesagt, Shepherds wahrscheinlich da unten. Holla! Okay, da ist ein Gegner. Das ist aber nicht so tragisch. Weiß nicht, ob ihr zu meinen Ölfeldern wollt oder was. Auf jeden Fall gehört er da nicht hin. Der hat einen ganz guten, ne? Guten Level. So, ja, Torpedobomber, ein guter, geht auch nach unten. Also wir sind bereit für eine Seeschlacht, denke ich. Wirklich bereit. Mehr Truppen sind auch unterwegs. Lass mal gucken, ob wir das umsonst schaffen von der Küste. Guter Fallschirmjäger. Nicht sicher, wie die das gemacht haben. Rangeschwommen oder so. In jedem Fall eine gute Sache. So, auch hier weiter gucken. Ja. Hier unten waren eben Schiffe und wir haben Lufthoheit. Und da werde ich echt überlegen, weil die Flak zu weit weg ist, dass wir hier schon anfangen, die Schiffe weiter zu bombardieren oder torpedieren. Das wird uns halt alles eine Menge, also auch die Schiffsreparatur bei dem, wenn er das macht, kostet ihn halt, ne? Er kann nur einen Stärkepunkt pro Runde reparieren. Was ich jetzt beschädige, das nimmt die einfach aus Seeschlachten für die Zukunft halt wirklich raus, ne? Aus irgendeinem Grund kann ich die nicht einladen. Wir haben keine Landungsschiffe mehr über gerade, okay. Hier ist wieder eine Flak, die ich nicht benutzen kann. Die würde ich aber ungern verschrotten. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Slot, um die zu verwenden. So. Ja, du beschützt einfach Landungsschiffe hier. Du bist quasi aufgetankt, ne? Da unten war eben noch ein zweites Schiff, aber ich habe leider keine Sicht gerade da drauf. Hier auf die andere Seite des Flughafens. Sobald es sichtbar wird, düse ich da rein wie so ein Irrer. Ja, da will er jetzt sein Ding reparieren mit Flak-Support leider. Da kann ich auch nichts dran ändern im Moment. Da hinten schwört noch einer lang, da stört er mich aber auch nicht. Ja, diese Malta-Geschichte. Ich weiß halt nicht, wie man den Stützpunkt kaputt bekommt. Also ich habe ja jetzt gerade massiv bombardiert das Teil, ne? Das ist halt einfach abartig hardcore.
Wahrscheinlich braucht man auch ein bisschen Glück einfach. Ich muss es halt durchgehend versuchen im gesamten Verband. Nun kann der halt jede Runde ein halbes Schiff versenken oder so mit seiner Riesenkanone. Und vor allem hat die gesamte britische Royal Navy und Luftwaffe hat jetzt Sicht auf uns, ne, wenn wir da stehen. Also da ist auch ein Timer dran an dieser Malta-Aktion. Wenn historisch haben sie Achsen halt wirklich auch versucht, nie geschafft. Ne? Das war für die genauso ein Albtraum. Und das ist echt ganz hübsch simuliert hier. Auch wenn ich jetzt nicht glücklich darüber bin. Den können wir auch einladen, sobald wir hier was haben. Reinforcements machen wir erst, wenn wir sie brauchen. Da ist ein dreckiger Partisan aufgetaucht, merke ich gerade. Ja gut, dann gehen wir den mal suchen. Ich meine, die können eigentlich nichts Schlimmes da oben erobern, soweit ich das im Moment sehe, nur die Schiene halt unterbrechen. Mehr ist das nicht. Das ist einer, so ein hübsch bunter Jäger. ja, einfach Gogo hinterher. In jedem Fall die Seeherrschaft werden wir holen. Da sehe ich nicht, dass das irgendwie, dass er da eine Chance hat, das zu verhindern. Ja, hier ist jetzt nachher noch die Frage, wie weit wollen wir wirklich jetzt hier vorrücken? Also, ne, so Sachen wie Odessa und so. Wollen wir da wirklich noch hingehen? Das sind halt auch große Festungen. Das ist halt alles mit Kosten verbunden. Ihr kriegt, glaube ich, 100 oder 200 Prestige einmalig, wenn ihr das erobert. Aber das tut nie im Leben die Verlusteausgleich, nicht da habe auf dem Weg. Also, ich auch hier ähnlich wie bei Tobruk am Überlegen, ob ich das einfach jetzt ignoriere und einfach drumherum gehe. Hier oben die Truppen übrigens, die habe ich eben hier umzingelt. Dann haben sie irgendwie 6 Einheiten aufgelöst oder so ein Ereignis. Also da lohnt sich schon noch, hier Stress zu machen, weil ich das einfach, ne, nachher nicht entgegenkomme, vermute ich. Aber auch hier, ich würde wahrscheinlich nur, also solche Strong Points werde ich wahrscheinlich umgehen. Also das ist halt wieder so ein fettes Geschütz, das einfach nur wehtut. Obwohl Infanterie das einfach gut zerlegen kann, sehe ich gerade, auch wenn das jetzt gerade nicht so aussieht. Ja, wobei, hier ist ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, so teuer wäre die Aktion gar nicht. Ist das meiner? Nee. Holen wir erstmal den runter. Müssen unser Flugzeug auf jeden Fall alle mal modernisieren. Nächste Runde. Hier ist wieder ein Scout von uns. Könnten wir reparieren. 34. Sagen wir mal so, wenn sie den abknallen, so viele Scouts brauche ich eigentlich zwischen eh nicht mehr, denke ich. Das passt schon. Fliegen wir mal ein bisschen tief, um zu gucken, ob da große Verbände irgendwie kommen. Da ist gar nichts, alles klar. Der ist einsatzbereit. Bombard nicht tot. Die Welt mich einfach nur hasst. Das ist einfach ein strategischer Bomber. Ich habe schon gemerkt, dass die Bomber hier so ein bisschen schwächer sind und die Luftabwehr auch schwächer ist. Nicht glücklich darüber. Das ist aber so ein schlechter Bomber. Ich weiß nicht, was ich mit dem echt das machen soll. Vielleicht können wir irgendwie Städte neutralisieren. Dafür den Ressourcen wegnehmen. Das ist ja bei strategischen Bombardierungen oft der Fall, dass das geht. Ja, das war auf jeden Fall Luftwaffe. Wir machen auf jeden Fall gleich mal den Bodenzeugs hier. Also die ganze Russlandfront, die ist halt wirklich nicht so spannend. Das ist halt alles irgendwo vorgegeben. Ihr rollt den Gegner einfach gerade drüber auf allen Ecken und Enden. Das brauche ich, glaube ich, nicht live abspielen. Das mache ich gleich, damit wir dann nebenbei bei Video laufen. Hier ähnlich, ihr könnt das oben sehen, ihr gerade aushungern, wenn ihr auf diese B-Punkte geht. Bin ich auch auf dem Weg hin, ne? Obwohl ich hier auch überlegen muss, ob das rechtfertigt, das scheint ja sehr teuer zu werden. Ich muss halt gucken, dass ich all mein Prestige in bessere Flugzeuge setze und die Flugzeuge immer mehr in England jetzt einsetze, denke ich. Ja, also beides gleichzeitig bekämpfen ist halt nicht die Siegbedingung im Spiel, von da macht es halt auch keinen Sinn. Ne? Außer jetzt am Anfang, denke ich, bis ihr die ne, da eben Einheiten einsacken könnt, dann geht natürlich auf den Geist. So, jetzt machen wir die Rommelgeschichte weiter. Hat er sich da eine Straße gezogen? War da eben auch schon eine Straße? Ich meine, da war eben noch keine Straße, ehrlich gesagt. Ich würde gerne das Schiff versenken, ne? Dann müsste ich da an die Küste ran. Die wollen meine Flak haben, wenn sie wahrscheinlich auch kriegen. Bräuchten halt echt eine Luftwaffe hier unten, aber haben wir gerade eben in den Dings gebracht. Ja, da haben wir das Problem, was Rommel historisch auch hatte. Gegner hat Lufthoheit. Aber dafür versenken wir die Flotte, die britische. Und gucken wir mal, ob wir den hier kaputt kriegen. Da läuft der super. Bam, da hast du Mathilda. Sehr gut. Ich bleib da erstmal stehen. Ah, ich hätte auf einen Glückstreffer gehofft, dass wir den ganz auslöschen. Ich hätte auch gerne, wie gesagt, die HMAS Hobart reingekommen, da hätte ich einen Kreuzer versenkt. Das wäre natürlich auch nett gewesen. Dreckmann. Es wäre auch schön, wenn die Festung das hier überlebt, ne? Nicht, dass ich da irgendwas mit anfangen kann langfristig, aber es blockt halt die Zone. Geh mal weiter ran.
Ich will jetzt ungern auf diese Sanddünen da drauf mit dem Panzer. Ich hätte aber ganz gerne, dass das einer da trotzdem steht zum Blocken. Ich gehe jetzt einfach mal aggressiv da vorne hin. Einfach um die Straße hier eine Blockzone zu haben. So, und der Rest der Infanterie. Also die werden wir wahrscheinlich so auslöschen, denke ich. Also du stellst dich einfach dahin, wartest darauf, dass er durch ist. Und ja, wir können ja mal gucken, ob wir nicht doch an den Flughafen vielleicht rankommen. Zuerst steuern sollen. Nächste Runde, der wird den hoffentlich nochmal angreifen, dann kann ich den dicken Geschütz nochmal nachhalten. Ja, also ich denke mal, hier vorne die Geschichte. Mersa Matrut kriegen wir auf jeden Fall erobert. Nur hier diese Defense-Linie werden wir in absehbarer Zeit nicht knacken, aber wir haben dann zumindest einen Stützpunkt und einen Flughafen, von dem aus wir die Flotte hier harassen können. Und dann können wir wahrscheinlich auch mal gucken, ob wir das hier kaputt machen. Vielleicht mit Schiffen rangehen, das ausschalten und dann die Luftwaffe den Rest einfach in die Steinzeit bomben lassen. Das ist, glaube ich, ein gutes Szenario gerade Nordafrika für uns. Also ich bin da recht zufrieden mit dem Zwischenergebnis. Und das mit der Flotte wird ja auch gleich hier laufen, ne? Ich mir das anschaue. Die Frage ist halt nur, ob das Ding jemals von irgendeinem Waffensystem Schaden nimmt. Das ist halt, glaube ich, der Angelpunkt hier. Ich gucke mir das vielleicht ein, zwei Runden an, aber wenn es dann in absehbarer Zeit wirklich gar keine Verluste gibt, dann hat es auch keinen Sinn, dass ich wirklich hier irgendwie mehrere tausend Prestige in den Sand setze, ne? Das wäre natürlich dann ein GG-Move. Aber die Festung unbesiegbar ist, würde auch keinen Sinn machen. Also klar, beefy, aber so unbesiegbar? Gucken wir gleich mal. Vielleicht so Stuka so ranbringen. So, ja, das war eigentlich im Grunde genommen die ganze Geschichte. Und jetzt wird halt wieder der ganze Feldzug hier durchgeführt, der nicht so spannend ist. Und wie gesagt, ich mache das so lange, bis ich halt genau weiß, wo der Gegner besonders stark wird, und dann ziehe ich mich auf einen guten Defense-Punkt zurück und bleib da auch stehen. Jetzt versuche ich ja wirklich noch einzusacken, wo geht, wo die so einzeln stehen, überfahren, Sachen kaputt machen und so weiter. Diese Umzingelungsaktion, wenn es irgend geht, noch zu benutzen, wie im Süden eben. Ich weiß aber nicht, ob das noch eine Option hier oben wird, ob ich da noch hinkomme rechtzeitig für. Ja, und dann ist eigentlich England angesagt. Und das ist halt wieder diese. Ich muss mir halt was überlegen, wie ich diese ganzen Stützpunkte hier, ne, so Bunker und andere Befestigungen, wie man die oben ist auch so ein Geschütz, wie man die halt am besten bekämpft. Ground Defense. Ich bin mir nicht sicher, wann Close Defense für Festungen gilt. Ich meine, der ist ja jetzt hier auf einem Berg, wie ich das richtig sehe. Da müsste ja eigentlich immer Close Defense gelten, hätte ich jetzt gesagt. Also eigentlich nur Infanterie ranbringen, ne? Vor allem Flammenwerfer-Infanteristen. Vielleicht würde ich ein paar normale Wehrmacht-Infanteristen mal zu Flammenwerfer umbasteln. Da haben wir, glaube ich, nur einen einzigen in der gesamten Wehrmacht. Das ist ein bisschen schwachsinnig. Aber ich denke mal, so Sachen wie Küstenbombardierungen und Bombardierungen von der Luft aus, es ist nicht besonders effizient gegen sowas. Ich glaube wirklich, wir müssen landen und dann wahrscheinlich mit Pionieren landen. Und dann können wir die aber auch einfach pflücken, die Dinger, ne? Das wäre, glaube ich, die Idee, ein bisschen. Ja. Das wäre die Idee.